Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Wir sind wieder am Start und wir waren oder sind noch im Turm der Magi, im Zirkel der Magi und müssen jetzt im Nichts unsere Freunde wiederfinden. Wir haben hier schon unsere erste Mission erfüllt und können uns in eine Maus verwandeln. Das brauchen wir, um eben verschiedene Stationen zu durchlaufen. Und jetzt müssen wir eben anfangen, hier diese einzelnen Gebiete abzulaufen, um eben unsere Freunde wiederzufinden. Jeweils, wenn das abgeschlossen ist, öffnet sich ein neues, aber das sehen wir dann. Wo gehen wir dann zuerst hin? Rechts, links, geradeaus. Ah, wir fangen vorne an und gehen dann einfach rum. Ich entschuldige mich schon mal vorweg, wenn ich ein bisschen rumschniefe. Ich bin irgendwie erkältet. So. Ich hasse übrigens das Nichts, ne? Das ist, zum einen immer sehr ausführlich und zum anderen dauert es ewig. So, jetzt sind wir eine Maus und jetzt können wir nämlich hier durch das Mauseloch. Hm. Essenz der Klugheit. Permanent 1 auf Klugheit. Ja, das ist doch perfekt. Gehen wir mal gleich noch so ein paar Fähigkeitenpunkte. Oder Statuspunkte, wie auch immer man das nennen mag. So. Ich habe mal probiert, durch das Feuer zu laufen. Das machen wir jetzt nicht. Achso, das ist halt auch Quatsch. Oh. Gut, fangen wir an. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich besiegen kannst. Genau, denn mich kann niemand besiegen. Oder wie ist das? Zeig mir, was du kannst. So. Jetzt wird es lustig. Du musst schon angreifen, Schüsselchen. Keine Gnade. Wird erledigt. Du wirst ein wenig schlampig. Ich muss sagen, so mit zwei Schwertern finde ich das eigentlich ganz cool. Ich habe sonst immer mit entweder einem Großschwert oder Schild und Schwert gekämpft. Kann man auch machen, fand ich jetzt nicht so verkehrt. Machst ja gut Schaden, ne? Jetzt Maus können wir halt auch so schön ungesehen durch die Gegend wandern. Da brennt's. Ich kann auch Verstohlenheit irgendwie nutzen. Dann kann ich hier durch die Gegend laufen, ohne dass mich jemand sieht. Kann ich die Tür öffnen als Maus? Du bist so klein, um das zu benutzen. Schön. Warum habe ich denn jetzt nicht die Tür benutzt hier? Da komme ich so nicht weiter. Gut. Ich muss also durch diese Tür hier. Manche Strecken kann ich auch gar nicht weiter benutzen, weil ich die bestimmten Fähigkeiten noch gar nicht habe. Doppelschlag. Verfehlt. Erstmal Tür zu hier, es zieht. Und los geht's! Du bist erledigt! Ich muss immer daran denken, wenn man die Fähigkeit benutzt hat, sprich ich zur Maus geworden bin oder so, muss ich danach meine Passiv-Permanent-Fähigkeiten wieder reinmachen. Dann renne ich hier durch und wundere mich, warum ich nicht weiterkomme. Ah ja, hier ist das Feuer, da gehen wir jetzt mal nicht durch. Da ist mehr Kraft nötig. Ja, okay. Die Lyriumadern im Nichts dienen quasi als Lebenstränke. So. Okay. Und schon wieder mal Baris. Nein! Wird erledigt. Wie ihr wünscht. Wird erledigt. Zeig mir, was du kannst. Hey, solange es mal nur zwei sind, mag das ja alles gehen, ne? Da komm auch. Ich könnte ja theoretisch auch bestimmt als Maus hier durchtappen.
doch die Hunde nicht wittern, oder? Ha! Das ist cool. Kann ich hier durchlaufen, ohne dass ich kämpfen muss? Wir wollen natürlich kämpfen, aber... Kann ja hier auch erstmal, ne? Entspannt ein bisschen rumgucken. Aber er brodelt. Er brennt. Ihr müsst sterben. Träume, okay. Ich nehme an, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen. Immer erstmal die Stärke. Nimm dies. Und das. Und das auch noch. Das sollte kein Problem sein. Es kann nur einen Sieger geben. Und der ist in aller Wahrscheinlichkeit immer ich. Der Zorn verblasst. Ich bin frei. Nehmt Ragos Kraft. Setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume. Andere Kräfte. Der einzige Weg. Ah, okay. Ich bin... Genau, immer wenn ich diese Träume finde, bekomme ich eine neue Kraft. Jetzt bin ich die Feuergestalt geworden. Das ist insofern ganz cool, dass ich jetzt eben durch diese ganzen Feuerwände gehen kann. Jetzt gucken wir mal hier. Das ist... Achso. Ich bin doch aber gar nicht mehr im Kampf. Because why... Warum backt das jetzt, so? Warte, wir gucken jetzt erstmal hier drüben. Die Tür kann ich noch nicht benutzen. Wie ihr wünscht. Genau, da brauche ich erstmal noch eine andere Fähigkeit. Aber die Tür kann ich benutzen. Oh. Das sollte kein Problem sein. Natürlich. Jetzt wird es lustig. So, und jetzt kann ich nämlich... Wird erledigt. Nee, Quatsch. Das hier wollte ich jetzt machen. Juhu. Mit dem kann ich jetzt nämlich hier durchlaufen. Ohne, dass ich Schaden nehme. Die kommt auf mich zu. Kann ich mit dem kämpfen? Clever. Okay, dann switchen wir mal eben wieder um. Gut, fangen wir an. Und los geht's! Ja, ich weiß, von hier sind wir gekommen und das war halt auch super clever. Aber jetzt kann ich zurückgehen, jetzt muss ich das Portal benutzen können. Ist sie nicht hübsch, wie sie hier rumtänzelt? Der Hammer. Der Hammer. So. Passiert nichts. Okay, dann habe ich das noch nicht abgeschlossen. Weil, wenn du das nämlich geschafft hast, dann, ja, kannst du zum nächsten Punkt gehen. Hier ist auch noch eine Tür. Okay. Sind wir von da gekommen, zufällig? Und da sind wir gekommen. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Ich weiß nicht, wie oft ich Dragon Age schon gespielt habe. Es war verhältnismäßig sehr oft. Und jedes Mal mache ich mir so eine blöde Skizze von diesem Magierzirkel im Nichts, damit ich nachher den Weg wieder finde. Und jedes Mal vergesse ich es. Oder verleg sie, sind einfach nicht mehr da. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Da komme ich nicht weiter, weil es eine Geistertür ist. Da komme ich nicht weiter, weil das eine massive Tür ist. Hier unten bin ich überall schon gewesen. Ah, alles klar. Das heißt, ich muss durch die Portale gehen jetzt wieder.
weil ich hier nicht mehr weiterkomme. Ich brauche jetzt hier die nächste Fähigkeit, um sozusagen den Traum hier abzuschließen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach links. Und dann gucken wir hier mal weiter. Eingang. Achso. Und ich weiß, von wo ich gekommen bin. Gut. Ich könnte einfach hier weitergehen, aber wir nehmen jetzt mal das Mauseloch. Erstmal die Garde zu. Können wir ein bisschen schneller watscheln? Ha! Jetzt können wir uns hier erstmal wieder ein bisschen Klugheit besorgen. Sehr schön. Mehr ist dann hier auch immer nicht zu holen. Aber es sieht auf jeden Fall alles, man sieht schon, dass das so ein bisschen nicht real ist. Tischen an der Wand. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier landen. Okay. Um Gottes Willen. Okay, das haben wir jetzt, haben wir das alles hier einmal übersprungen. Komme ich eh nicht weiter lang. Horlock. Flammen der dunkle Brot. Jetzt war das hier alles einmal übersprungen. Ist auch nicht schlecht. Ja, wirklich wahnsinnig viel aus hier, die Guten. Da wollen wir jetzt erstmal nicht lang gehen. Wir gehen direkt hier weiter. Natürlich. Wie ihr wünscht. Oh. Wünscht. Wird erledigt. Die halten aber nicht so viel aus hier, habe ich das Gefühl, ne? Einer von uns beiden übersteht das hier nicht. Das werde nicht ich sein. Das passt halt auch super. Wir haben echt dieselben Sprüche. Einer von uns beiden wird das nicht überstehen. Das werde nicht ich sein. Natürlich nicht. Was ist los? Da ist nochmal ein Mauseloch. Und hier ist eine Dingstür. Guck nochmal auf die Karte. Flammende dunkle Brot. Mauseloch, Mauseloch. Wir gehen erstmal durch die Mauselöcher. Durch die Mauselöcher. Wo ist jetzt? Da. Jetzt kommen wir hier raus. Perfekt. Dürften mich ja nicht sehen. So ganz entspannt. Jetzt gehen wir noch hier durchs Mauseloch. Gucken erstmal, wo wir dann da rauskommen. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir da hochgekommen. Ja, okay, ne, dann müssen wir doch erstmal wieder zurück, weil mitnehmen wollen wir das schon, was da ist, ne? Dunkle Brut, vernichtet diesen Teufel! Oh, betäubt. Mehr hast du nicht drauf?
haben wir jetzt mitgenommen. Ein bisschen EP haben wir mitgenommen, immerhin. Immerhin ein bisschen EP. So. Ah, hier ist auch wieder ein Träumer. Da bekommen wir vielleicht auch wieder schöne Sachen. Da, nicht bewegt, sonst sie uns. Fangen wir an. Ich bin erledigt. Das ist der Lager. Ja. Was ist hier? Warum bin ich der Sterbende? Nein! Verdammt! Ich hab's nicht gemerkt! Nein! Nein! Ja irgendwo Autosave gemacht. Ach, scheiße. Ich habe es nicht gemerkt. Ich denke mir noch so, warum stehst du da in so einem roten Kreis drin? Ach, verdammt. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Natürlich. Jetzt müssen wir das ganze Ding hier nochmal. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da. Okay, na gut, das ist nicht ganz so weit. Ich hab's echt nicht bemerkt. Ich war irgendwie abgelenkt. Ich weiß auch nicht genau. Mist. Das kann ich nochmal. Ach, ich bin aber auch. Ah, hier mal schnell. Schnell durchstapfen hier. Ich habe das Gefühl, dass ich halt wesentlich schneller bin als Mensch. Deswegen laufen wir als Mensch zu den Mauselöchern. Kann ich hier nochmal die ganzen Viecher. Kommt her, kommt her! Wie ihr wünscht. Natürlich. Vergiss immer, dass sie nichts aushalten hier. So. Zack, die Bohne. Zuerst. Nee. Zuerst. Es kann nur einen Sieger geben. Was macht ihr hier? So nicht. Jetzt ist besser im Blick. Mann. Es ärgert mich. Aber gut, wer nicht aufpasst, hat halt Pech, ne? Also ihr Zuschauer bekommt das ja alle eh irgendwie besser mit als ich. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich hatte irgendwie einen Bandkreis um mich drum. Die hat mir halt Lebenszeug entzogen. Permanent. Und deswegen bin ich gestorben, weil ich das nicht mitbekommen habe. Ich habe zwar den roten Kreis bemerkt, aber ich habe mir da nicht dabei gedacht. Er setzt ja nicht weg, ging trotz Zauberertod. Dachte ich mir so. Ja, das war stimmt. So, machen wir die hier nochmal schnell kalt. Du musst aber auch angreifen, Schätzchen. Jetzt wird gespeichert. Witzig. Jetzt wird gespeichert, ne? Ja, ja. Muss still sein. So kann ich jetzt selber auch nochmal speichern. So, hier, neuer Spielstand, speichern. Invasion der dunklen Brut. Hier finden Sie mich nicht. Hier. Da, nicht bewegen. Sie natürlich. So, das war schon viel besser hier. Das sollte kein Problem sein. Bisher war ich vorbereitet.
Auf sie mit Gebrüll. Wie ihr wünscht. Das sollte kein Problem sein. Das ist schon wieder fast geklappt, ne? Sie sind fort. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie getötet. Uhu. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Sehr gut. Ah, jetzt kann ich durch die Geistertüren gehen. Das heißt immer noch nicht durch die massiven Türen, aber durch die Geistertüren. Hier sind, ich glaube, das ist was. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Okay, und dann kann ich nämlich diese Sachen hier benutzen. Oder sind nur diese Permanentfähigkeiten? Oh, das ist schon cool hier. Regeneration. Zermalmen des Gefängnisses. Coole Sachen. Ja. Das ist prima. Damit haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Immer noch kein Albtraum fertig, aber immerhin. Den können wir dann hier noch machen. Den Rest des Irrgartens hier machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich finde, für heute reicht das. Wir haben wieder zwei neue Fähigkeiten bekommen und sind ein Stück weiter vorgedrungen im Nichts. Oder vielleicht auch nicht, das werden wir herausfinden. Also schaut beim nächsten Mal wieder rein. Macht's